Auch die nächste Rednerin arbeitet im öffentlichen Dienst, Selma Yildirim, Justizsprecherin der SPÖ, Finanzbeamte in Innsbruck. Danke sehr, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizekanzler, Hohes Haus, liebe Zuseherinnen und Zuseher. An dieser Stelle möchte ich allen voran mich ganz herzlich für den Einsatz jener Beamtinnen und Beamte, jener Bedienstete des öffentlichen Dienstes ganz, ganz herzlich bedanken dafür, dass sie Großartiges leisten, vor allem in der Krise. Und Ihnen, Herr Abgeordneter Eipeltauer, muss ich mit größtem Bedauern sagen, vielleicht sollte ich sagen, lernen Sie Geschichte, aber besser würde passen, lernen Sie Demokratie. Der öffentliche Dienst, die Verwaltung in diesem Land hält die Demokratie in Gang, hält die Rechtsstaatlichkeit im Gang, sorgt für unsere Sicherheit, sorgt für unsere Gesundheit, sorgt für unsere Bildung. Und da ersuche ich mir auch von einem NEOS-Abgeordneten mehr Anerkennung für diese Berufsgruppen. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Vereinnahmung einer Partei ist. Also ich gestehe auch eben demokratisches Engagement allen Bediensteten im öffentlichen Dienst. Aber ich möchte gar nicht länger darauf eingehen, sondern darauf hinweisen, dass wir sehr wohl anerkennend und mit größter Zustimmung die Verbesserungen, die für diese Berufsgruppe, für den öffentlichen Dienst beschlossen wurden, sind, sehr begrüße und dass wir das natürlich als sozialdemokratische Fraktion auch mittragen werden. Es gibt natürlich aufgrund der aktuellen Krise, Sie wissen das vielleicht, die mitdiskutiert haben im Verfassungsausschuss, natürlich einzelne betroffene Gruppen, unter anderem eben innerhalb der Polizei, also des Exekutivdienstes, wo aufgrund der Covid-Maßnahmen Nachteile sogar passiert sind. Und ich finde, der öffentliche Dienst hat eine Vorbildwirkung für die Privatwirtschaft auch, nämlich hier Gleichstellung und Gleichberechtigung auch zu leben. Daher möchte ich sehr gerne eine Anregung der Polizeigewerkschaft, der Sozialdemokratischen Fraktion aufnehmen und bringe hier zwei Anträge ein. Zuerst einen Abänderungsantrag der Abgeordneten Marisa Selma Yildirim, Genossinnen und Genossen, zur Regierungsvorlage 461. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen, die oben bezeichnete Vorlage wird wie folgt geändert. In Artikel 2 betreffend das Gehaltsgesetz wird folgende Ziffer 7a eingefügt. 7a, Paragraph 15 Absatz 5 lautet wie folgt. Absatz 5, ist die Beamtin oder der Beamte länger als einen Monat vom Dienst abwesend, ruht die pauschalierte Nebengebühr vom Beginn des letzten Tages dieser Frist an bis zum Ablauf des letzten Tages der Abwesenheit vom Dienst. Zeiträume, erstens eines Urlaubs, währenddessen die Beamtin oder der Beamte den Anspruch auf Monatsbezüge behält oder einer Dienstverhinderung aufgrund eines Dienstunfalls oder einer Dienstverhinderung aufgrund einer akuten psychischen Belastungsreaktion im Zusammenhang mit einem außerordentlichen Ereignis im Zuge der Dienstausübung, einer vom Dienstgeber genehmigten Abwesenheit oder einer von einer Gesundheitsbehörde angeordneten Maßnahme, einschließlich unmittelbar daran anschließender dienstfreier Tage, bleiben außer Betracht. Also es sollen hier Nachteile ausgeglichen werden. Des Weiteren bringe ich den Entschließungsantrag. Abgeordneter, das sind noch zwei Zeilen, die Sie jetzt verlesen müssen. Bleiben außer Betracht und dann geht es im Text weiter. Fallen Zeiträume nach Ziffer 1, 2, 3 oder 4 in eine Abwesenheit im Sinne des ersten Satzes, verlängert sich die Monatsfrist oder verkürzt sich der Ruhenszeitraum im entsprechenden Ausmaß. Des Weiteren bringe ich den Entschließungsantrag der Abgeordneten Magistra Selma Yildirim, Genossinnen und Genossen, betreffend Erhöhung der Attraktivität der Polizeiausbildung, eingebracht im Zuge der Debatte zu Top 1 über den Bericht des Verfassungsausschusses über die Regierungsvorlage 461. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzler sowie der Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport wird aufgefordert, der Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten den nötigen Stellenwert zu geben, die Attraktivität des Berufsbilds der Polizei zu erhöhen und wieder, wie vor 2006, eine nachvollziehbare, allgemein verständliche Entlohnung zu schaffen. Ich denke, an dieser Stelle kann ich mich nur noch mal ganz herzlich im Namen der Sozialdemokratischen Fraktion für den Einsatz, vor allem in schwierigen Zeiten, bedanken bei allen öffentlich Bediensteten. Ich danke.